Hallo und guten Morgen Männer, ich begrüße euch hier in meiner Männerschmiede. Es ist wieder mal soweit, the show must go on, es geht weiter, no coffee, no worky. Exzellent dieser Kaffee, wie immer. Viele Männer kämpfen. Sie führen einen täglichen Kampf gegen die Einsamkeit, gegen oder mit dem gesellschaftlichen Hamsterrad. Geschäfte, Job, Karriere, finanzieller Abgrund, Steuern und Bankrott. Viele Männer kämpfen gegen Familie, Lügen, Mobbing, Halbwahrheiten. Viele Männer kämpfen mit oder gegen Patchwork-Familien, Frau, Ex-Frau, Stiefkinder, Sorgerecht, Unterhalt, Krankheit. Sie führen einen Kampf um Anerkennung. Viele Männer führen einen Kampf der unerfüllten Wünsche und Träume. Kampf gegen Depression und Burnout. Sie kämpfen gegen den Wahnsinn. Gegen den Wahnsinn auch, dass nichts in ihrem Leben Sinn macht. Männer kämpfen gegen Untreue. Ihre eigene oder die des Partners. Sie kämpfen dagegen, nicht loslassen zu wollen oder nicht loslassen zu können. Ja, heute geht es um eine Multitüde der kleinen Problemchen. Ich zum Beispiel kenne keinen einzigen Mann, der nicht von irgendeiner Sache, die ich gerade aufgezählt habe, betroffen wäre. Im Gegenteil aber kenne ich sehr viele Männer, die mindestens von 2 oder 3 der Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, betroffen sind. Aber wo ist die Lösung? Was sollten wir tun? Was können wir tun? Was rate ich euch? Gehen wir zunächst mal rein in die personenbezogenen Probleme. Ich rede von Problemen vielleicht mit den Eltern, mit den Stiefeltern, mit der Frau, mit der Ex-Frau, mit den Kindern, mit den Stiefkindern. Ja, die Rede ist von übler Nachrede, von Mobbing, von Lügen und von Halbwahrheiten. Wollt ihr mit mir zusammen ein Essay machen? Habt ihr Mut? Ja? Dann ist mein Tipp an euch, loslassen. Und zwar sofort. Alle Kontakte radikal abbrechen. Zu 100%. Mit sofortiger Wirkung. Traut ihr euch das? Vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, aber all diese Sachen mit diesen Streits, mit Mobbing, mit übler Nachrede, mit dem Kläffen unserer Kontrahenten, würde ich mal sagen, die leben mit uns, die leben wegen uns, die leben durch uns. Und wir können all diesen Sachen sofort ein Ende bereiten, indem wir diesen Dingen unsere Aufmerksamkeit ganz einfach entziehen. Ja? Und diese Streits sind für die anderen, für die Kontrahenten, für die da drüben auch deswegen so interessant, weil diese Menschen sehen, wie sehr uns das triggert, wie sehr uns das mitnimmt, wie sehr wir uns da emotional reinsteigern. Ja, die anderen sehen, wie schwer es uns fällt, da loslassen zu können. Sie wissen, dass wir nicht loslassen können. Und sie sehen unser Leid und sie baden sich in unserem Leid. Wollen wir ihnen nicht mal die Grundlage dazu entziehen? Und zwar definitiv, absolut und sofort? Nimm diesen Menschen unser emotionales Interesse an der Sache weg und aus die Maus, Ende Gelände, Schluss, rien ne va plus. Geh diesen Menschen einfach aus den Augen, geh ihnen aus dem Sinn und sag ihnen dadurch, tschüss, ohne mich, bye bye. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Streits, diese ganzen Mobbings, das ist immer so ein Hin und ein Her, ein Hin und ein Her. Das sind so verbale Schlagabtausche, würde ich sagen. Und die einen sitzen in ihrem Camp und beraten und reden schlecht über dich. Und die anderen hocken in ihrem anderen Camp und beraten und reden schlecht über den anderen. Und das ist eigentlich unsere unwürdig. Kling dich da aus und zwar völlig. Lass dich nicht weiter drauf ein. Sag tschüss, farewell. Auf Wiedersehen. Das ist es doch. Das ist es doch. Beam dich ganz einfach aus ihren Gedanken weg. Indem du weg bist. Machen wir diesbezüglich mal ein interessantes zweites Essay. Du hast doch ein Handy, du hast doch ein Smartphone. Okay, wie alle Menschen auch. Sei doch mal 3 Tage lang nicht und für niemanden erreichbar. Leg dein Handy weg, schalte es aus
und denk nicht mal dran. Kannst du das? Kannst du das wirklich? Geht nicht? Warum nicht? Job, Liebe, Karriere, Familie? Soll ich dir mal was sagen? Es werden 3 Tage vergehen und du wirst noch am Leben sein. Aber nicht nur das. Es werden 3 Tage vergehen, in denen du nicht mehr der seelische Mülleimer der anderen bist. Es werden 3 Tage vergehen, in denen du keine privaten Kämpfe mehr austragen musst. 3 Tage, in denen sich die anderen durchaus mal die Frage stellen dürfen, wie sie alle Probleme ohne dich angehen können und ob das überhaupt möglich ist. Und dein Fazit könnte sein, hey, es geht auch ohne mich. Es geht auch ohne mich, ja? Es geht auch ohne mich und der Stress hat keine Löcher in meinen Bauch gefressen. Wie geil ist das denn, Männer? Ja? Also, weg mit dem Handy, 3 Tage lang nicht erreichbar sein, das Ding ausschalten, nicht mal dran denken und hurra die Gams, was kostet die Welt? No coffee, no worky. Und jetzt bin ich mal gespannt auf euer Feedback, wer sich da auf dieses Terrain begeben will, wer das schafft. Ich denke, die meisten von euch werden es nicht schaffen. Ja. Aber wir werden sehen. Der Blick in den Spiegel ist euer Zeuge, Männer. Ja. So, und jetzt kommt man mit mir rüber in einen völlig anderen Bereich. Du verdienst gut, weil du einen geilen Job hast, weil du vielleicht Unternehmer bist und dir gelingt alles mehr oder weniger immer perfekt. Also finanziell brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Du hast ein Haus, einen Garten, du hast eine Frau, du hast Kinder, du hast 2 Autos. Wie gesagt, bist finanziell gut aufgestellt. Aber tief in dir drin, und das wissen nur die wenigsten, bist du tief unglücklich. Du siehst nämlich, dass alles nur von dir, also vom Geld, abhängig ist. Du zahlst jede Menge Steuern, hast unzählige teure Versicherungen, deine Frau und deine Kinder tragen Markenklamotten und haben Markenfreunde, die in sind, die schick sind, alle fein. Deine Kids gehen auf gute Schulen, sie besuchen Trendsportclubs, machen Dinge, wie sie eben in deinen Kreisen oder in euren Kreisen so üblich sind. Aber unterm Strich, so denkst du dir, wenn du den Faktor Kohle mal abziehst, dir das Geld mal wegdenken würdest, diesen ganzen Reichtum, dann wäre alles nur Schrott. Denn emotional kommuniziert ihr eigentlich nur via Smartphone, wie so viele Menschen auf dieser Erde. Emotional, wirklich emotional, ist da gar nichts mehr. Nur die Kohle. Deine Freunde sind nur deswegen deine Freunde, weil du monatlich 15.000 und mehr machst, wie sie. Ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Deine Frau ist nur deshalb noch deine Frau, weil du ihr anstatt Liebe, anstatt tiefer und aufrichtiger Liebe, eine Porsche kaufst oder gekauft hast. Deine Kids würden dich erneut hassen, wenn sie zu Weihnachten oder zu Geburtstag oder zu einem anderen Anlass nicht wieder das neueste Smartphone oder das neueste Tablet von Apple bekommen. Wie so üblich, wie es eben so ist. Ist doch immer so. Aber zumindest du weißt, dass alles nur Show ist. Du weißt, dass du wirklich zutiefst unglücklich bist. Und nur der Spiegel ist, wie gesagt, Zeuge deiner Unzufriedenheit, deines Unglücks, deiner emotionalen Leere. Halt, stopp, stimmt nicht. Deine Frau weiß es auch und deine Kinder wissen es auch, weil sie genauso unglücklich sind wie du. Nur werden sie einen Teufel tun, auszusteigen, weil ihnen dann was fehlt, weil dann der Luxus weg ist, weil es dann nicht mehr so weitergeht wie vorher. Porsche weg, Smartphone weg, Tablet weg, Sportclubs weg, Markenklamotten weg, das wollen sie nicht. Sie werden dann ja konfrontiert.
mit sich selbst, mit dir, mit euch, mit tiefgründigen Gesprächen, mit emotionaler Stärke und Wahrheit und Wahrhaftigkeit, mit dem realen Leben. Und das trauen die sich nicht. Und das traust du dich auch nicht. Obwohl du es dir sehr wünschen würdest. Du wünschst dir nichts Sehnlicheres, als endlich diese wahre, aufrichtige, emotionale, direkte Kommunikation mit deinen Lieben aufzunehmen. Es geht nicht. Du bist im Hamsterrad. Im gesellschaftlichen Hamsterrad. Du kommst da nicht raus. Oder? Oder gibt's da nicht doch eine Lösung? Es gibt eine Lösung. Traust du dich? Folgst du mir auf mein Terrain, für dich eine Lösung zu finden, für euch eine Lösung zu finden? Dann komm mit. Buche für dich und deine Lieben einen Urlaub auf den Malediven oder auf den Seychellen oder in Kenia und sag ihnen, es würde wie üblich ein geiler Luxusurlaub werden. Dann fliegt los und führ sie dort in das größte Spelunkenhotel, das es vor Ort gibt. Billig, schmutzig, laut. Und dann achte genau auf ihre Reaktionen und sag ihnen, hey, aber wir haben doch uns. Wir haben doch uns. Ja, wir haben uns. Und das ist der Härtetest für alle. Für dich, deine Frau, deine Kinder, für euch als Familie. Und besteht ihr diesen Härtetest als Familie nicht, dann buche sofort den Rückflug. Bring sie zum Flughafen, setz sie in den Flieger und sage Tschüss. Sag ihnen, dass du nicht mit zurückfliegen wirst. Nicht jetzt, noch nicht jetzt. Sag ihnen, dass du so lange wegbleiben wirst, bis sie sich Gedanken gemacht haben. Gedanken darüber, was im Leben wirklich zählt. Und währenddessen, solange sie sich Gedanken machen, bleibst du dort in dieser Spelunke, im Schmutz, im Dreck, in der Einsamkeit, dort, wo es laut ist. Und du machst das Gleiche wie sie. Du machst dir Gedanken, was in deinem Leben wirklich zählt. Aber egal, so oder so. Sei bereit, alles aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Sei bereit, alles aufzugeben, alles hinzuschmeißen und in der Gosse zu landen. Warum nicht? Vielleicht kannst du dort dein wahres Leben leben. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Es war in Lyon. Ich war unterwegs zu einer Freundin. Und ich hatte eine Krawatte in der Hand. Ich konnte keinen Krawattenknoten binden. Ich bin dann hin mit dieser Krawatte. Ich hatte ein Rendezvous, wie gesagt, und musste schick auftreten. Bin dann mit der Krawatte hin zu diesem Penner und habe ihn gebeten, mir die Krawatte zu binden. Ja. Und während er das getan hat, haben wir ein Gespräch geführt. Und ich habe sofort gemerkt, hoppla, da sitzt nicht irgendwer. Ja. Dieser Mann hat Klasse, dieser Mann hat Standard, dieser Mann hat begriffen, wie es Leben geht. Und dann hat er mir erzählt von seinem Leben, dass er einst reich gewesen ist. Von diesem Mann, reich wie dieser Mann, von dem ich euch eben erzählt habe. Ja. Der alles hatte. Haus, Garten, Kinder, Frau. Frau mit Porsche, Kinder mit Smartphones, Kinder mit Tablet. Dass sie Kohle hatten. Und dann hat er mir erzählt, dass eben er genau das gemacht hat, was ich gerade euch erzählt habe, was ich von euch gefordert habe. Fliegt weg, bucht einen Urlaub auf den Seychellen und überlegt euch, was das Leben wirklich wert ist. Und seine Familie hat diesen Test nicht bestanden. Und dann kamen die ganzen Probleme mit dem Sorgerecht, mit Unterhalt, mit Mobbing, mit übler Nachrede. Aber wisst ihr was? Der Mann war in der Gosse und ihm ging es gut. Ihm ging es so gut wie noch nie in seinem Leben. Er ist durch die Forderungen seiner Frau an Unterhalt für sie und die Kinder bankrott gegangen. Aber er hat begonnen zu leben. Und das ist meine Aufforderung an euch Männer. Beginnt zu leben. Jetzt. Macht für euch klar, was für euch wichtig ist im Leben. Und der Rest, bah, weg damit. Ihr habt nur ein Leben. Bleibt nicht im gesellschaftlichen Hamsterrad, wenn es nicht wirklich euer Leben ist.